Willkommen hier in der Red Bull Arena. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen Werder Bremen. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Sie stehen vor allen Dingen defensiv richtig gut. Wird schwer, sie hier zu Hause in Bedrängnis zu bringen. Und damit haben sie natürlich beste Voraussetzungen für dieses Spiel. Die Nummer 23, Marcel Halstenberg. Die Nummer 7, Marcel Sabitzer. Hier ist was los, Buschi. Ja, Wolf, man versteht sein eigenes Wort kaum. Man merkt, welchen Stellenwert der Fußball hier hat. Die Fans gehen mit ohne Ende. Und mit der Nummer 9, Yusuf Paulsen. Da wird die Aufstellung von RB Leipzig. Peter Gulagi ist im Tor. Dayo Upamecano spielt mit Willi Orban in der Verteidigung. Marcel Sabitzer steht mit Kevin Campbell im Zentrum. Und der einzige Angreifer ist zunächst Yusuf Paulsen. Bei Leipzig stellt sich immer die Frage, hilft das dem deutschen Fußball? Kann da wirklich was entstehen, Buschi? Ach, ich glaube schon. Man sieht ja vor allem auch, was im englischen Fußball gerade passiert. Und da muss auch der deutsche Fußball Wege finden, um mithalten zu können. Da ist das, was RB Leipzig macht, vielleicht ein Ansatz. Leipzig über außen. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Yusuf Paulsen. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Keine Gefahr, der Torwart hat den Ball locker. Kein guter Zweikampf, mühelos. Drüber, Buschi, kein Tor. Aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss. Tai Chong. Das gibt Einwurf. Was die Defensive angeht, sind die Gäste echte Experten. Ja, und ich glaube, das wird natürlich auch heute wieder ihre Strategie sein. Erstmal hinten alles dicht machen. Das wird kein Offensivspektakel. Toprak. Tai Chong. Pass auf außen. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Eckstoß also. Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. Ecke in die Mitte. Gut geklärt, das war wichtig. Milos Veljkovic. Toller Zweikampf. Ball draußen, gibt Abstoß. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an. Dani Olmo. Toprak holt den Ball, klasse Aktion. Er gibt Abseits. Amadou Haidara. Er entscheidet schnell und richtig, er gibt Vorteil. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. Dani Olmo. Um ein Haar wäre da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da.
Das war eine ganz enge Szene. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Jetzt die Ecke. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Ganz stark abgeblockt. Und da treffen sie. Das erste Tor heute. Nochmal die Wiederholung. Ein Kopfball, bei dem alles stimmt. Der Keeper macht es. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Tolles Zuspiel. Vorteil ist angezeigt. Gut vom Unparteiischen. Da können Sie erstmal klären. Gibt Einwurf. Der Kopfball geht ins Seitenhaus. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Er macht sich lang und kann das Gegentor verhindern. Zur Ecke abgewehrt. Ecke kommt rein. Pfosten. Alu-Treffer und dann hat er den Ball. Und jetzt erstmal atmen, atmen. Ja, um nicht zu sagen, durchatmen. Oh mein Herr, das Gegentor. Zentimeter haben gefehlt. War eine Riesenchance. War eine Menge Glück dabei. Schade, da hätten sie hier weiter erhöhen können, aber das Aluminium ist im Weg. Das ärgert sie natürlich. Den hätten sie gerne mitgenommen, den Treffer. Dai Chong. Und Ballverlust. Die Ballbesitzzahlen auf Seiten von RB Leipzig sind in die... Ah, da wäre jetzt Platz. Franke kommt weit. Chance lebt noch. Tor für Leipzig. Wir schauen nochmal auf das Tor und da sehen wir, wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können, konjunktiv, dann wäre die Situation erst gar nicht entstanden. Aber so passiert es dann doch. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Und Tor, den macht er. Aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Eggestein. Leonardo Bittencourt. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Das könnte die Chance werden. Ball ist wieder weg. Klasse Zuspiel. Gefährlich jetzt. Oh, ganz frei in der Mitte. Oh, und da sagt er Dankeschön, den Ball hält er natürlich. Ja, aus dieser Distanz müssen sie schon mehr rausmachen, müssen sie cleverer machen. Also das ist ja kein Problem. Dani Olmo. Ja, der Schuss jetzt. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker.
Egestein. Toprak. Gebrselassie. Jetzt ist die Kugel weg. Er hält diesen Ball. Sensationell. Ecke kommt ins Zentrum. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Da setzt er sich gut durch. Stark verteidigt. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Kampel. Justin Kluivert. Ja, das ist natürlich nicht leicht, da jetzt durchzukommen. Hereingabe in die Mitte. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Und wenn sie nicht aufpassen, dann wird das hier eine ganz bittere Nummer. Es steht schon 3:0. Klare Sache hier in der ersten Dreiviertelstunde. Sie haben die Partie aber auch echt dominiert. Ja, das sieht man nicht so oft. Liegen schon deutlich vorne. Und wenn wir ehrlich sind, können sie sich nur... Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Schönes Zuspiel. Was macht er draus? Nicht drin. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Amadou Haidara. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Immer noch diese Szene. Leipzig jetzt mit dem Einwurf. Nordi Mukiele. Amadou Haidara. Vorteil ist angezeigt. Gut vom Unparteiischen. Da ist die Flanke ins Zentrum. Sie machen das Tor! Wir schauen auf die Entstehung des Tores. Sie bringen den Ball rein. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Egestein. Kevin Möwald. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Schön abgeblockt. Da passt er auf und kann klären. Jetzt müssen sie aufpassen. Er kann es machen. Gebrselassie. Leonardo Bittencourt. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Oh, das sah vielversprechend aus. Marcel Sabitzer. Locker vom Torhüter, der Ball war harmlos.
Schwache Aktion, Ballverlust. Egestein. Er passt ihn auf den Flügel. Leonardo Bittencourt. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Die Chance auf den Konter. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Ludwig Augustinsson. Defensiv machen sie es gut. Schöner Pass. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Chance lebt noch. Ganz klar, abseits hier, war gut zu sehen. Das ist dann mal eine glasklare Abseitsposition. Darüber wird hier nicht diskutiert, auch wenn es eine Torchance hätte geben können. Leonardo Bittencourt. Maximilian Eggestein. Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Sehe ich ganz genauso, der Ball geht drüber und das wird ihn ärgern. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Kevin Möwald. Tai Chong. Guter Einsatz hier auf Außen. Ja, guter Pass. Spielt den Ball in den freien Raum. Und da hat er Platz. Ja, gute Gelegenheit vielleicht, aber sie stehen ihm auf den Füßen. Gibt Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Der Versuch war harmlos. Ludwig Augustinsson. Jetzt haben sie den Ball. Schönes Zuspiel hier. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Leonardo Bittencourt. Eggestein. Zweikampf von Halstenberg, gute Szene. Ballverlust. Eine gute Verteidigung. Starker Zweikampf. Das Spiel ist bald vorbei und wenn man ehrlich ist, war es eine einseitige Nummer. Hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Sehr gute Gelegenheit eigentlich, aber klar vergeben. Schöne Vorarbeit, aber der Abschluss war gar nichts. Neue der Partie, die Nummer 14, Tyler Adams. Kevin Möwald. Eggestein. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Sie holen sich den Ballbesitz. Viel mit Auge. Die Chance jetzt.
wird Abschluss geben jetzt. Und das ist der Schlusspfiff. Leipzig holt sich hier also den Sieg. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden.